Hey alle zusammen, ich bin's wieder, die Hexe, und ich habe heute den neuen Dungeon abgeschlossen. Meiner Meinung nach war er sehr kurz irgendwie und die Mechaniken waren sehr schnell herauszufinden, aber an sich ganz okay. Und ich habe den Bogen gedroppt bekommen, den neuen Hexebogen. Ich habe jetzt schon ein bisschen mit dem Bogen rumgespielt. Ich finde ihn auf jeden Fall sehr interessant. Macht auf jeden Fall guten Schaden. Den Katalysator dafür habe ich leider noch nicht. Aber wir schauen jetzt erstmal, was der Bogen denn so kann. Also einmal haben wir Apollo-Tangente. Pfeile, die durch einen Führungsring geschossen werden, setzen zielsuchende Projektile frei. Je nach zurückgelegener Distanz machen sie erhöhten Schaden. Und dann haben wir hier noch den Führungsring. Präzisionstreffer oder Todesstöße bauen Führungsring-Energie auf. Gegnerische Hüter gewähren mehr Energie. Bei voller Ladung erzeugt das Schießen aus der Hüfte einen Führungsring. Das ist dieses Ding hier. Dieser fette, große Kreis. Schießen wir jetzt hier durch. Ja, schießen wir durch diesen Ring, haben wir nochmal zusätzlich zu dem Pfeil, den wir sowieso schon haben, nochmal zusätzlich zwei Schüsse, die zielsuchend sind und je nachdem, wie weit weg wir stehen, nochmal Schaden verursachen. Finde ich an sich wirklich cool. Haben wir so bisher noch nicht gehabt und lässt sich auf jeden Fall auch sehr schön spielen. Ich denke mal, dass das für größere Ads in irgendwelchen, ja, sagen wir jetzt mal Dämmerungsstrikes oder so, schon ganz nett sein kann auf jeden Fall. Leider hat er keine extra Fähigkeit wie Schilde durchschießen oder überlagene Gegner aufzuhalten. Das haben wir leider nicht. Aber dennoch machen wir ziemlich guten Schaden damit. Ja, also ich habe jetzt ziemlich viel Spaß mit dem Bogen. Ist ganz lustig. Mal schauen, ob er sich irgendwo drin bewährt und was der Katalysator noch drauf hat. Da bin ich echt gespannt. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Bogen sagt. Also ich finde, dieses Ding ist einfach mächtig. Also wenn man es schon in der Hand hält, wenn es auf dem Rücken ist. Das Ding ist riesig. Und was ihr auch zum Dungeon sagt, ob ihr vielleicht schon drin wart oder noch nicht. Ja, und das war es dann auch von meiner Seite aus schon. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein schönes Wochenende. Mal gucken, ob ich noch ein Video fertig mache. Und dann hören wir uns bis demnächst. Ciao, ciao.